Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, ich habe hier nochmal meine Sommerdeko stehen und möchte diese aber ganz gerne eigentlich so vom Grund her, wie es ist, zu einer Herbstdeko umgestalten. Sommer ist vorbei und ich hatte das wirklich bei mir im Bad stehen auf der Fensterbank und das hat sich so toll gemacht. In der Mitte hatte ich eine Kerze. Also viele Besucher, die kamen, sagten: Boah, wo hast du das gekauft? Nee, haben wir selber gemacht. Ja, also ich bin sowieso diejenige, die ganz viel selbst macht, sich selten mal etwas kauft. Natürlich gönnt man sich hier und da mal was, was man schick findet. Aber im Großen und Ganzen, ja, kennen mich langsam meine Besucher, dass bei mir überwiegend selbst Dekoriertes steht. Gut, jetzt fangen wir mal an, dies auseinanderzunehmen. Ich habe hier. Ich werde in der Infobox auch nochmal hinterlegen, wie wir diese Deko selbst gemacht haben. Vielleicht so als Tipp für nächsten Sommer. Wir haben hier eine kleine Konservendose, die haben wir einfach mit einem Jute, also mit einem Sisalband, umwickelt, mit Heißklebe, glaube ich, befestigt. Dann waren hier noch so kleine Sachen drin, wie kleine Äste und ein wenig Euphorbia und auch ein paar Muscheln und. Der Sinn, warum wir dieses in eine Dose getan haben und auch extra gepackt haben, war der, dass man die Dose richtig, richtig cool oder auch den kleinen Topf richtig cool rausnehmen kann, das gut durchwässern kann und danach wieder hineinstellt und man sich nicht die Deko feucht gießt. Ich werde das alles jetzt erstmal rausnehmen, sprich die zwei Gläser leer machen. Diese bleiben, wie sie sind. Die arbeite ich so ein, aber das werden wir fix erstmal rausnehmen. So, die Gläser sind jetzt einmal leer, einmal ausgeputzt, den Sand rausgeputzt. Den habe ich ja jetzt hier in so einer Dose aufgefangen und wenn man den nachher durch ein Sieb schiebt, also durch ein Sieb siebt, dann hat man wieder richtig schön fein Strandsand. Ich habe mir hier bereitgelegt und ich denke, ich lege auch dabei einfach mal los. Moos. Ich habe mir Moos geholt. Sprich, mein Mann war so lieb, ist an meiner Lieblingsgärtnerei angehalten und hat mir Moos mitgebracht. Eine riesengroße Kiste. Wow, weiß gar nicht, was ich mit so viel Moos soll. Aber das kriegen wir alles hin. Wenn das draußen liegt, ihr könnt das gerne auch auf dem Rasen legen oder in einem Beetstück. Und wenn es längere Zeit ein bisschen trocken ist, gerne etwas gießen. Und ihr habt richtig, richtig schön lange, richtig frisches Moos, so wie dieses hier ist. Toll, apfelgrün, also wirklich richtig knallig in der Farbe. Kommt bloß nicht auf die Idee, Moos aus dem Wald zu suchen. Das wird in einigen Regionen, ich meine vielleicht sogar auch überall, ich weiß es nicht, A, nicht gern gesehen, B, glaube ich, auch geahndet. Es ist immer wieder so ein Thema, die einen sagen, doch, für einen Bedarf darf man das, also für den Eigenbedarf darf man das. Ich bin mir da tatsächlich echt nicht sicher. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich mache es nicht. Für diese Riesenkiste haben wir 10 € bezahlt. Ich finde, das ist sehr erschwinglich. Vieles, vieles andere hole ich mir natürlich aus der Natur. Ich werde jetzt erstmal hier das kleine Töpfchen rausnehmen und den versenken. Und das Pflänzlein kommt zum Schluss, weil wenn ich das jetzt so reinsetze, habe ich kaum eine Chance hineinzugreifen, um das Ganze hier auszudekorieren. Insofern setze ich jetzt erstmal meinen Topf da rein und habe jetzt die Möglichkeit hier zu arbeiten, ohne dass mich das Pflänzchen stört. Im Moos habe ich gefunden, hier eine kleine, einen kleinen. Na, Mensch, sag doch schon. Ja, genau. Na, ein klein Zapfen. Jetzt halt. Sag mal. Jetzt geht's aber los. So, dann habe ich mir hier ein bisschen einer Hortensie abgenommen und das teile ich mir tatsächlich einfach durch zwei. Das ist also zwei in etwa gleich große Stückchen. Und das lege ich tatsächlich einfach nur mit hier hinein. Jetzt seht ihr natürlich auch, dass ich gar nicht so extremst viel Platz habe, um mich hier mega, mega austoben zu können. Ich möchte hier nur ein bisschen Farbe reinbringen. Das wird nicht ewig halten, sprich eine Woche, wobei sowas recht gut eintrocknet und auch schön aussieht. Aber
Ich denke, mehr als eine Woche werde ich daran kaum Freude haben. Aber dann tauscht man einfach Dinge, die nicht mehr so schön sind, einfach aus. Das ist nicht das Thema. Und ich finde es auch schön, wenn solche Farben mit im Spiel sind. Sprich, trockene Farben. So wie es jetzt draußen einfach ist. Geht spazieren, sucht euch, was ihr findet. Also man findet so viele tolle Sachen. Also ich liebe ja Spaziergänge, wo man einfach hier innehält und da innehält und sich sagt, boah, das Blatt sieht toll aus. Dieser Ast, diese Eichel. Und dann nehme ich mir das ganz einfach mit und freue mich dessen und arbeite das dann ganz einfach mit ein. Geht spazieren. Genießt die Natur, die hat so viel für euch, die hält so viel für euch bereit. Legt es zu Hause auf einen Teller, Kerzenglas rein, Kerze und genießt es. Also es ist wirklich, einfacher geht es echt kaum. So, dann habe ich hier noch so getrocknete, weiß nicht was. Die lege ich hier seitlich rein. Also wenn jemand weiß, was das ist auch irgendwie so ein Gras, also so ein am Wegesrand wachsendes, wunderschönes, trockenes etwas. Also ich kann es nicht definieren, weil ich es gar nicht habe blühen sehen. Also das sind jetzt, denke ich mal, die Samen dessen. Aber ja, so ein paar Äste. Entschuldigung. Wenn jetzt einige von euch sagen, boah, das ist mir aber hier echt zu voll, dann lasst doch einfach was weg. Da gar kein Problem. Schmückt es nach eurem Geschmack, nach euren Wünschen. Ich mag es ja sehr gerne, wenn es sehr üppig ist, wenn es sehr voll ist. Ihr schaut einfach. So, dann habe ich hier noch, die möchte ich tatsächlich reinbringen, so kleine Eichelhütchen und Eicheln. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel meint, man möchte nicht seine Sukkulente reinsetzen, sondern eine Kerze, ist ja auch dies recht einfach getan. Ich würde aber dann wirklich eine sehr hohe Kerze wählen und auch dieses hier dann vielleicht nicht unbedingt mit hineingeben, was sich irgendwie mit der Kerze verfangen könnte. So, dann haben wir hier noch Kastanien. So, und vielleicht noch zwei ganz kleine. Ich war gestern Kastanien suchen und zack, ist es fertig. Also es ist wirklich fix gemacht. So, die legen wir da rein. Und jetzt kommen auch meine Sukkulenten wieder ins Spiel. Die setze ich einfach hier hinein. Und wie gesagt, wer jetzt sagt, nee, Sukkulenten geht gar nicht. Also ich habe Sukkulenten weiterhin ausgewählt, weil das bei mir im Badezimmer steht. Und da das mit den Sukkulenten wirklich prima passt. Ja, so schaut es jetzt aus. Also ich finde ganz ehrlich, ich finde das richtig schön. Die Farben des Herbstes. Ihr könnt auch noch, wenn ihr mögt, anderes Trockengrün hier hinten auch noch mit einbringen. Ganz wie ihr mögt. Ich habe überwiegend nach vorne gearbeitet, weil dieses die Seite ist, die nach im Blickfang fällt. Hinten ist es ein bisschen neutraler geworden, was mich persönlich nicht stört. Aber wenn ihr meint, ihr könnt auch hinten noch irgendwie was einbringen. Ja, so viel dazu. Das ist fertig. Und wie ihr seht, das ist wirklich ruckizucki gemacht. Ein paar Sachen gesammelt, ein paar Sachen bereitgestellt. Dieses werde ich jetzt alles wieder nach draußen tun. Und dass es sich länger hält, bis ich das nächste Mal dazu komme, wieder etwas für euch, mit euch zu gestalten. Ich muss jetzt neben am Rande eine kleine Anmerkung machen. Seid mir bitte nicht böse oder habt Nachsicht, wenn momentan Videos nicht wie gewohnt am Wochenende auftauchen, sondern eher ein bisschen sporadischer. Ich habe ein wenig mit mir selbst zu tun. Bin ein paar Mal in der Klinik vorstellig und ja, hoffe, dass ich ganz schnell wieder richtig gut auf dem Dampfer bin und mit euch zusammen weiter richtig tolle Sachen kreieren kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser richtig tollen, süßen Deko. Morgenstund hat Gold im Mund, es ist jetzt 8.05 Uhr. Ja, um 10 Uhr muss ich schon in der Klinik sein. Daher, ja, ganz viel Spaß, viel Freude und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, sagt eure Deko-Jana.